filming. Is he standby right now? Yes, I've got it now. Here we are. Okay. Oh, now we're moving around. Oh, that's over there. And the launch pad. There's a juice. Yes. Not there. Not here. Oh. Wait, I'm coming back in just a minute. Yeah. And back down. And it's time for goodbye. Okay, goodbye. Wenige Tage vor dem Start der Spacelab-Mission nimmt Ulrich Walter Abschied von seiner Familie. Die Quarantäne hat begonnen. Selbst die engsten Familienangehörigen müssen von jetzt an Abstand halten. Eine Infektion oder psychischer Stress eines Astronauten könnte die gesamte Mission in Gefahr bringen. Der Starttag. Zur medizinischen Überwachung werden Venenkatheter gelegt und die Astronauten zwängen sich in ihre Schutzanzüge. Kleine Ablenkungsmanöver verkürzen die stundenlange quälende Prozedur. Ein letztes Kartenspiel vor dem Aufbruch in ein Unternehmen, dessen Ausgang trotz aller technischen Großleistungen ungewiss bleibt. Vor jedem Raumflug führen die Amerikaner dieses Ritual durch, das dem Ernst des Augenblicks widerspricht. Es ist alles nur ein Spiel, scheint dies zu signalisieren. Eine Geste gewollter Untertreibung. Doch sie erfüllt einen emotionalen Zweck. Sie bewirkt Vertrauen und beruhigt die Gemüter. Die Fahrt zur Startrampe. Ulrich, nimm mal bitte runter. Ja. Two VCRs in one. See you in 10 days. Yeah. We'll take 11. You guys have a good trip, all right? We'll even wave you off an extra day. Thanks, sir. Godspeed. Warning memory and no unexpected error. Have a good one. Watch your head going in. And flight crew, OTC, close off your visors and initiate O2 flow and have a good flight. Good work, thank you very much. Yeah, let's just go for ET, LH2, pressurization. 12, 11, 10, T-minus 9, 8, 7. 6 Sekunden vor dem Start beginnt das ganze Ding zu vibrieren. Das sind nämlich diese Flüssigkeitsantriebe, die dann gezündet werden. Sie sitzen da drin und Sie merken, aha, jetzt geht's um, das wird immer stärker. Erst wird das eine gezündet, dann das zweite, dann das dritte. Und dann haben Sie vor das Rauschen, dann schwingen Sie auch nach vorne. Und das ist das übrigens, was Sie spüren. Sie hören absolut nichts, denn Sie haben ja einen Helm auf und das Visier geschlossen. Sie merken einfach nur dieses Schütteln, dieses sehr starke Schütteln. Sie schwingen nach vorne und Sie schwingen wieder zurück. Und in dem Augenblick, wo das Ding wieder senkrecht steht, also Sie schwingen 3 Sekunden nach vorne und dann wieder zurück. Und dann, wo das Ding wieder senkrecht steht, dann werden diese beiden Feststoffraketen gezündet und dann hebt das Ding ab. Solid Rocket Ignition and Liftoff. Liftoff of Columbia on a voyage to the future. Roll, Columbia. How'd you roll, Columbia? Houston is now controlling, the roll maneuver underway and complete. Columbia is in a heads-down position, on course for a 28.5-degree flight, 160 nautical mile orbit. Columbia, performance nominal. Der Antriebstank wird abgesprengt. Der Start ist geglückt, die größte Gefahr vorbei.
Der ausgebrannte Tank wird später in die Erdatmosphäre stürzen und verglühen. Das Shuttle fliegt währenddessen in die Umlaufbahn. Im Innern des Shuttle haben sich die Astronauten von ihren Startanzügen befreit und dem Space Lab, dem Raumlabor, sofort mit der Arbeit begonnen. Schwerelosigkeit, das ist erstmal ein Wort. Man muss erstmal versuchen, sich klarzumachen, der es nicht erlebt hat, was Schwerkraft heißt. Unser tägliches hier Leben, jegliche Bewegung, ich würde fast sagen, alles Denken ist von der Schwerkraft dominiert oder ganz stark beeinflusst. Dann das Erleben, dass sie auf einmal oben und unten keinen Sinn mehr macht. Dass sie im Gehirn einen Schalter umdrehen können und auf einmal ist diese Decke für sie unten. Das ist unten und ich sitze jetzt, ich hänge unter der Decke mit den Füßen an der Decke. Das kann man sich in der Schwerelosigkeit vorstellen und dann ist das so. Und wenn der andere um 90 Grad gedreht irgendwo arbeitet, dann ist nicht er, steht er nicht auf dem Boden, sondern ich, wo ich mir das gerade vorstelle. Das ist eine der herausragenden Erlebnisse, das zu erkennen, dass auf einmal der Raum oben und unten eine ganz andere Bedeutung gewinnt. Und es gibt genügend Astronautenkollegen, die auch darüber philosophiert haben, dass es das Denken verändert. Dass es weitere Möglichkeiten im Denken eröffnet. Einfach Barrieren, die man vorher nicht beiseite schieben konnte, dass das auf einmal wegfällt. Ich war 10 Tage in der Schwerelosigkeit und ich kann nicht sagen, ob man wirklich dann philosophisch neue Gedanken hat. Ich kann nur sagen, dass man es so erlebt, als hätte man da auch eine Barriere weniger im Denken. Nicht nur in der Bewegung, sondern auch im Denken. Dann fangen sie an zu erkennen, ich kann mich aus dem Fenster lehnen oder ans Fenster lehnen und kann mir vorstellen, ich fliege über der Erde. Und Sie können sich genauso gut vorstellen, ich hänge gerade unter der Erde. Die Erde dreht sich über mir weg. Das können Sie sich vorstellen und das ist ja auch nichts anderes. Es sind die Relativgeschwindigkeiten, die eine Rolle spielen. Und irgendwann dann kommt auch das Gefühl, wenn das so ist, wenn ich meinen Standpunkt so frei wählen kann, nicht nur intellektuell, das kann ich ja hier auch, sondern dann sogar erlebbar, fühlbar, weil ich eben diese Schwerkraft, die mir ewig diese feste Richtung im Raum vorgibt, nicht mehr habe, dann fangen sie an, das weiß man vorher, aber sie fangen es an, wirklich im Bauch zu fühlen, dass eigentlich man ja nur, man fliegt im Raumschiff, okay. Aber es ist nicht so, dass da unten die Erde irgendwas ganz anderes ist, sondern es ist auch ein Raumschiff, nur ein größeres. Und wir umkreisen gerade unser Mutterraumschiff Erde. Das Wichtige dabei ist aber nicht, dass man das denken kann, sondern dass man das fühlt, dass das wirklich im Bauch etwas ist. Und deswegen sind ja viele Astronauten, denke ich auch, die sowas erlebt haben. Wenn sie zurückkommen, sind die meisten sehr sensitiv, was die Erhaltung der Erde anbetrifft, was, denke ich auch, was Völkerverständigung angeht. Denn der nächste Schritt, den man auch mehr fühlt als denkt, explizit denkt, ist, dass dieses Mutterraumschiff Erde, dass wir alle Astronauten darauf sind und eigentlich alle die gleichen Ressourcen verwalten, die gleichen Ressourcen schonen müssen, um eben ein möglichst langes Leben auf diesem Planeten möglich zu machen. Ist eben auch diese Schönheit der Erde, dann in der Sahara diese Strukturen zu sehen, diese Farbenpracht, dunkelbraun, ockerbraun, schwarz des Granits, dann vielleicht eine Oase dazwischen, also ein bisschen grün. Das ist wunderschön. Und dann auch zu sehen, dass der Mensch eigentlich gar nicht zu sehen ist. Man kann keine Menschen halt von da oben sehen, der geht unter. Die Erde dominiert eigentlich immer noch nicht sehr,
immer noch sich selber und es ist nicht der Mensch mit seinen Städten oder Einrichtungen oder staatlichen Grenzen oder was weiß ich immer, der die Erde regiert. Nein, es ist umgekehrt. Die Erde regiert sich selber noch. Und das sehen Sie von da oben. Ja? Und Sie müssen ja auch sehen, die Welt hat etwa 4,5 Milliarden Jahre lang ohne Menschen sozusagen existiert. Und irgendwann in den letzten paar Millionen Jahren kam noch der Mensch dazu. Das ist für die Erde, das ist so wirklich das Überflüssigste, was es gibt. Ja? Und da sehen Sie es von oben, ja? Dass wirklich der Mensch nichts ausmacht. Dann sehen Sie, aha, es ist wirklich so. Ich habe es früher mal geglaubt, so verstanden, hier sehe ich es. Die Erde ist, wie sie ist und der Mensch ist nichts. Das sind ganz neue Eindrücke, einmal diese ganz neuen Dimensionen zu sehen. Ja? Und dann sagt man sich, klar, der Mensch ist nichts, aber ein Meer ist viel, das Mittelmeer ist groß. Atlantik ist noch größer. So groß habe ich es noch nicht gesehen. Ja? Und dann sehen Sie einen riesigen Sandsturm mit einer Breite von 1000 Kilometern. Wow, sagen Sie. Wow, viel Sand, Millionen Tonnen von Sand, zieht er aus der Sahara über den Atlantik. Sie sehen eine riesige Front von Sand über den Atlantik nach Südamerika. Da sagen Sie, boah, das passiert auf unserer Welt. Das sind die Naturgewalten. Man sieht nur Schwärze. Die Sterne natürlich, den Mond auch irgendwo. Und Sie können keine Struktur erkennen. Sie sehen die Sterne sehr klar, aber dazwischen die unendlichen leeren Räume. Es ist nicht so, wie andere Menschen, andere Astronauten mal beschrieben haben, ich habe immer die Sterne noch gesehen. Ich habe immer gesehen, da existiert Materie, zwar sehr klein, aber durch den Licht weiß man, da existieren Welten ganz ähnlich wie unser Sonnensystem. Nur sehr, sehr weit weg und bis dahin, das ist wieder auch ein Denken und ein Fühlen gleichzeitig, bis dahin ist eben sehr viel Raum. Und dann fragt man sich unwillkürlich, und du bist hier, da das Fenster, was du noch siehst, das gehört zu deinem Raumschiff. Ja, und wo ist dein Zuhause? Und dann kann man ja sofort den Blick auch umdrehen und dann eben zum anderen Fenster rausschauen und sieht dort die Erde. Das heißt, diese Weite und dieser Kontrast, der schwarze Kontrast des Weltalls mit den klaren Sternen und den Planeten und auf der anderen Seite das, was wir als unsere Heimat kennen, die Erde, das ist ein Bild. Also über den Sinn des Lebens habe ich, wie viele Leute auch, viel nachgedacht. Meine Erkenntnis ist, die Welt ist, wie sie ist. Die Erde, es macht nicht viel Sinn zu fragen, warum ist die Erde so? Machen wir es andersrum. In den letzten Jahrhunderten glaubten viele Menschen, dass auf anderen Planeten, nehmen wir den Jupiter, Menschen leben müsste, weil diese ja auch Monde haben. Und warum sollte es Monde geben, wenn nicht, um den Menschen zu erfreuen und ihm in der Nacht auch Licht zu spenden? Also war die Antwort, deswegen müssen auf dem Jupiter auch Menschen leben. Das heißt, der Sinn der Monde lag darin, dem Menschen oder den Lebewesen dort oben Freude zu geben, einen Sinn zu geben. Aber so ist es nicht. So ist die Natur nicht gemacht. Es gibt keinen Sinn in der Natur. Es gibt nicht den Sinn der Monde, auf dem Jupiter Licht zu spenden. Es ist, wie es ist. Es gab einfach irgendwo mal Gesteinsbrocken, die sind dann eingefangen worden. So ist es. Und irgendwo drin hat sich dann doch der Mensch entwickelt. Nicht die Natur ist für den Menschen da. So ist es nicht. Andersrum, der Mensch muss sich immer so einfügen, dass er mit der Natur leben kann. Und wehe, er macht es nicht. Das Universum wird sich einen Scheißdreck drum kümmern, ob er dann darüber untergeht oder nicht. Die Welt ist, wie sie ist. Es gibt keinen eigentlichen Sinn, dass das Universum für den Menschen da ist. Also das Universum oder die Erde alles dafür tun wird, ob das der Mensch auf der Erde auch weiterhin existiert. Nein, er wird sich zerstören können. Und es wird passieren, wenn der Mensch nicht aufpasst.
Im Jahre 1906 gab es einen großen Meteoriteneinschlag in Tunguska, in der Sibirien, mit einer riesigen Gewalt. Wenn dieser Meteorit nicht in Sibirien runtergekommen wäre, sondern über einer Großstadt, sagen wir London, hätten Millionen von Menschen ihr Leben lassen müssen. Und man weiß, dass solche Ereignisse immer wieder auftreten. Vor 65 Millionen Jahren, einer der ganz großen Einschläge, war es so, dass die gesamte die Säugetierwelt ausgerottet wurde. Wenn so ein Meteorit nochmal einschlägt, wird es die Menschheit auf der Erde nicht mehr geben. Man weiß zum Beispiel, dass im 14. August 2126, also etwa in 130 Jahren, ein ähnlicher Einschlag passieren kann. Das ist der sogenannte Swift-Tuttle-Meteorit. Er kann unsere Erde vernichten. Das ist im Augenblick durchaus möglich. Wenn bis dahin die Menschheit nicht die Möglichkeit geschaffen hat, von der Erde wegzukommen und irgendwo anders im Weltraum zu leben, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, die zwar im Augenblick sehr klein ist, aber nicht null, dass es die Menschen danach nicht mehr geben wird. Und diese Möglichkeiten, diese Einschläge wird es in Zukunft immer wieder geben. Und wenn der Mensch einfach nicht die Möglichkeit hat, sich von der Erde wegzubewegen, woanders zu leben, wird es die Menschheit nicht geben. Das Universum schert sich einen Scheißdreck darum, ob es die Menschheit gibt oder nicht. Wenn sie untergeht, geht sie unter. Und kein Planet, keine Sonne wird dem eine Träne nachweinen. Und allein deswegen wird der Mensch die Erde verlassen müssen. Und ob nun in 100 oder 1000 oder 10.000 Jahren, ist fast egal. Fast. Denn hoffentlich kommt kein Meteorit, der uns vorher erschlägt. Aber irgendwann wird der Mensch den Weg auf einen anderen Planeten irgendwo anders setzen. Und dann wird er auch dort wohnen. Und ich weiß, dass es so sein wird. Und das Interessante, und jetzt komme ich eigentlich zum wichtigsten Punkt, dass dieser Schritt in den Weltraum zur Kolonialisierung des Weltraums heute begonnen wird. In der sehr großen Spanne der Menschheit, die vor 1 Million Jahre etwa auf der Erde begann, und ich hoffe, sie wird sicherlich noch 1 Million mindestens sein, in dieser riesigen Spanne von Millionen von Jahren haben wir jetzt, heute, hier und jetzt den Zeitpunkt, wo wir diesen Schritt erstmals machen. Nicht vor 1 Million Jahre, sondern hier, jetzt hier, in 5000 Jahren. Wenn Sie mal fragen, wer wird sich daran erinnern, was heute passiert? Wird Ihnen keiner sagen, da gab es den Präsidenten Reagan und heute den Clinton und da gab es den Kohl. Das wird in keinen Geschichtsbüchern stehen. Aber dass wir erstmals den Schritt zum Mond gemacht haben, den Beginn der Raumfahrt gemacht haben, der in mehreren tausend Jahren eine Selbstverständlichkeit sein wird, das ist historisches Ereignis. Und das findet heute und hier statt. Ich glaube, darüber sind sich die Leute gar nicht klar, dass das so ist. Roger, 2998. YGNC PTS 6 is active. Range 2 nautical miles. Main gear touchdown. Roger, willkommen zu Hause in Colombia. The primary transoceanic abort landing site for STS-55 is Banjul in the Gambia. Weather there and at the other TAL sites is forecasted to be marginal, but we remain optimistic that it will improve as the day goes on and that we will have a chance to go into one of these transoceanic abort landing sites should the need arise. This is shuttle launch control at T-minus 3 hours and holding. The seven STS-55 astronauts now seated around their breakfast and dinner table in anticipation of this morning's launch at 10:50. Here you see mission specialist Charlie Precourt sitting on the end of the table. Precourt's our flight engineer on this mission. Dr. Ulrich Walter, one of two German payload specialists flying. There's payload commander Jerry Ross. And our mission commander, Steve Nagel, the pilot of this mission, Tom Hendricks, giving us a thumbs up, Hans Schlegel, and Dr. Bernard Harris.
This is Space Shuttle Launch Control at T-minus 3 hours and holding. We have just about an hour and 1 minute left in our planned build-in hold here. Looking at a long-range camera shot of Launch Pad 39A, where Columbia stands poised and ready for the STS-55 mission. The crew suit-up room is typically busy with activity on launch day. Here's our mission specialist, Dr. Bernard Harris. Dr. Harris will be making his first trip in space on the D2 flight. And we'll be heading out to the launch pad within the next few minutes. We have just 45 seconds left in this build-in hold at the T-minus 3 hour mark. This is Shuttle Launch Control at T-minus 2 hours, 56 minutes and counting. The seven astronauts flying aboard Columbia today are now leaving the operation and checkout building to begin their journey out to Launch Pad 39A. This morning's walkout is occurring at 7:34 Eastern Time and at the height of the time when employees are showing up to work, so they have quite a good crowd of onlookers as they make their way out to the pad. Steve Nagel leading the way, followed by Tom Hendricks, Jerry Ross, Hans Flegel is following us here, Dr. Bernard Harris, Elliot Walker, and Charlie Precourt. The seven STS-55 astronauts now making their way along the Saturn Causeway in the Space Center's Launch Complex 39 area, a Saturn V rocket shown in the background. This is Space Shuttle Launch Control at T-minus 2 hours, 39 minutes, and counting. The STS-55 astronauts have arrived at Launch Pad 39A and have boarded the elevator and should be making their way to the area where they will enter Columbia. Some of the crew can now be seen on the orbiter access arm, and Commander Steve Nagel is shown inside the white room. This is Space Shuttle Launch Control at T-minus 1 hour, 24 minutes, and counting. Operations here in the firing room continuing to go rather smoothly towards supporting an on-time liftoff at 10:50 this morning. The red crew that was dispatched out to the launch pad about 15 minutes ago is out there looking at this secondary regulator associated with the helium system of the Space Shuttle's main engines. And that work appears to be going well also. This is Shuttle Launch Control at T-minus 20 minutes and holding. NASA Test Director Al Sofci has informed the team to pick up the count on time. T-minus 4, 3, 2, 1. We're now at T-minus 19 minutes, 58 seconds and counting. At this point, all continuing to look very good aboard Columbia. We're at T-minus 7 minutes, 34 seconds and counting. At T-minus 7 minutes, 30 seconds, the ground launch sequencer will initiate retraction of the orbiter crew access arm. And that is now in work. This access bridge can be positioned right back to Columbia within about 15 seconds, should the need arise. TLP OTC, clear cost and warning memory, and verify no unexpected error. The gaseous oxygen vent hood is being retracted away from the external tank. And orbiter test conductor Mike Key has requested Tom Hendricks to clear the ship's caution and warning memory system. That task is reported complete with no anomalies. T-minus 2 minutes, 5 seconds, and counting. And flight crew, OTC, close and lock your visors and initiate O2 flow and have a good flight.
Okay, thank you very much. Yeah, let's just go for EPLH2 pressurization. The astronauts have closed their flight visors on their helmets in preparation for this morning's launch. T-minus 1 minute, 30 seconds, and counting. 1 minute, 30 seconds. T-minus 20 seconds. Columbia's vent doors are being moved and configured for flight. T-minus 15, coming up on a go for main engine start. 12, 11, 10, T-minus 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solid rocket ignition and liftoff. Liftoff of Columbia on a voyage to the future. How'd you roll, Columbia? Houston is now controlling. The roll maneuver underway and complete. Columbia is in a heads-down position on course for a 28.5-degree flight, 160 nautical mile orbit. Engines aboard Columbia now beginning to throttle down as the orbiter passes through the area of maximum pressure on the vehicle in the lower regions of the atmosphere. Columbia is now just 1 nautical mile downrange from the launch site at an altitude of 17,000 feet. Accelerating now through 680 miles per hour. SRB separation is confirmed. Columbia is now 29 miles from the launch site at an altitude of 173,000 feet, traveling 3,000 miles per hour. Columbia, performance nominal. The orbiter will pitch up forward just a little bit to plan for the separation of the external Columbia, fuel tank. Nominal, MECO, Ohms 1, not required. Your go for the photo DTO. Roger. The external tank has separated from Columbia. The orbiter is safely in orbit now. Downrange from the launch site, 900 nautical miles. The crew's been given a go for the external tank DTO. That's a detailed test objective. The orbiter will conduct a maneuver to pitch around so that the crew members can photograph the external tank as it falls away from the orbiter. Columbia, the port door is opening now. You getting that camera? Columbia, we're getting good video now. Seeing the door open.
and Columbia from Detroit, München. How do you read? This is Columbia. How do you read? Read you five, and we have again Hauke over here, and he's going to contact you right now. Yes, Columbia, this is Mission Manager. How do you read? This is Columbia, loud and clear. How are you doing, Hauke? I'm just fine. Steve, take my congratulations and the congratulations of the whole team for the very good and very on-time launch which we had. Is the arm turning? Yeah, the tool down there should not turn. Oh, yeah, it is. Stand by a second. No, thermo camera can be switched off, but just leave it in place to save time. Investigators want to understand or to try out a theory that doing intense exercise within 18 to 24 hours before return to the Earth's gravity can increase one's muscular tone and cardiovascular functioning, and also help to reduce what is called orthostatic intolerance. That is a change in the body's blood pressure regulating mechanisms that allows one to feel dizzy. Okay, then we'll wait on step 15. Bernard, step 1 through 14 and stop after step 14, then it's completed. Oh, yeah, thanks for the reminder. We just got engrossed in this IFM. Okay, we'll stand by.
There we go. Wait, how do you feel? Okay, Jerry, that's really nice. Please turn a little bit the container. Again, in the other direction, please. Another. Okay. That was fine. Back. No. Okay. Again, back. Now back. We have very nice chains, as you see, but I didn't see any movement during pulse application. Did you see something? No, I just checked. I just was looking through the microscope and did not see any fusion. And then I checked and I saw now that the fusion is over already. But I did not see any fusion products, not at all. And I have a much wider view. I would like to ask you now to go to the higher magnification. Stop at this one and focus, please. Okay, this looks good. It looks like, there's a fusion. Yes, I think so. Please move
run a bit, and then we skip it and go to the next fusion. Yeah. The sample goes into the freezer here. This is a passive freezer of gaseous nitrogen. How cold is it? About minus 80. Is that right? Here's the temperature, minus 195 centigrade. Are you going to need some help back there while Hans comes forward? I don't think so. We'll turn another light on here so we can do the handover. Jerry? Yeah. Hier nebendran befindet sich das Holographielabor HOLOP. Hier werden mit interferometrischer Holographie Modellsubstanzen untersucht und die Diffusionsvorgänge in ihnen sowohl als auch Erstarrungskeimdynamik. Region PS1. Ulrich, go ahead. Von closing the centrifuge lid, the lock light doesn't go off. Okay, Ulrich, stand by.
Did you see that? We saw it, yes. Hans, what are you doing? Doing tissue compliance. What is that? Measuring the compliance of my forehead skin. Looking for fluid shift? Yeah. How long do you have to do that? Well, about 10 minutes. Just start with the rep that you times. Time to manage 2.7 hours finished. And 7 hours, 47 minutes. Hey, that's something else. Is there a vacuum in that? Is that what pulls the blood? Yeah, sorry. Setup. Directly behind the laboratory module are several exterior experiments. On the far right-hand side is an experiment that deals with exposing materials to the exterior space environment. The tall structure midway up is the Galactic Ultra Wide Angle Camera. Okay, and Hans, you now have a go to try to connect the cable to port 2 and then close the front flange protection cover again. Okay.
Let's finish it off. Desert. Das Magnetfeld hier im Space Lab bewegt sich im Augenblick in dieser Richtung, also entlang des Magneten. Ich drehe ihn mal um oder ich lasse ihn mal um das Magnetfeld schwingen. Nochmal. Great. And pass them all our greetings, and from the whole crew of Columbia, we're doing great. Got a few plumbing problems, but we're getting them fixed, and I think we'll stay up for the full duration here. Okay, I copy that. Okay, thanks a million. A great talking to you. This is N5RAW to WA5JFY out in 73. KB5YSQ talking to Houston. How you doing, girls? Over. He's got a good contact now. Give me copy on the ground. Hey, Lynn, we're doing really good. How are you guys doing? Is Michelle on her way up to Austin? Over. Well, really good. Hey, we had a big day today, and we went right over top of Mount Everest and got some great pictures. Bernard and I did a bunch of photos in the lab. We did our crew photo. You saw the downlink the other day of Ulrich and doing his tour. I took some film of Hans doing the same thing in the lab today. Over. Columbia, this is WH6EJU in Hawaii. Do you still copy? This is Columbia. We read you loud and clear. Okay, we lost you there for a second. I'll turn you back over to the school. Go ahead, school. Okay, we're going to field this question again. This is Jarvis Simmons. Jarvis Simmons is going to ask the next question. How do you wear the robot's arm over? Well, Jarvis, we don't have a robot arm on this flight. We have a space lab in the payload bay, so I haven't had a chance to do that up here yet. Question over.
the aft end camera. We see you just moving into the picture. Okay. And Heike, the camera is still pointing on the IHF due to the IFM procedures. Do you want us to put it in the right perspective? This is GMAC. Before you go into communications, could you ensure that the tablet will write to the screen with the IGT? The crew can also, by drawing on pictures or devices or on the CTE, if this is called, send messages to and from the crew. Henriks has just written a message to make sure that the graphics device will write to the computer screen, and apparently everything went as expected. Hey, Bernard, look what I have here. Do you know these toys from Earth? Yeah, isn't that the castle of Neuschwanstein, one of the famous castles in Germany? Yes, it is. And do you see the snow on Earth? It usually falls down and the bubbles move up. And here, even if you turn it around. What happens if you let it go? Oh, look at that. Look at the snow. Yeah, these little toy demonstrates the principle of microgravity pretty well. Like I said before, the snow is moving down and the bubbles up. Sedimentation and convection is there under 1G. Here it's missing. That is the basic principle many of our experiments are based on. Well, let me see that again. Look at that. Hey, well, I think, is it possible for us to go to this castle again? Sure, why not? Let's do it post-flight. Right. All right. In the meantime, let's see what's out here. Wow, what a sight. I'm trying not to get your windows dirty while I'm eating here. That'll make you mad, won't it? What's the box saying? 9.5. 9.5 and a half for oblique, huh? Yep. I don't know what that is out there. No light? No, the holes. What time is the tip of the land mass?
Columbia now over Somalia. And space lab from München for Bernard, no reply necessary because you run into LOS in 2 minutes. Whenever you have done facility shutdown or follow-up, you have a go to proceed with message 209 concerning anti-rack activity. Columbia now above the Indian Ocean coast of Somalia, so it continues out across the ocean, crossing the coast almost directly above the city of Mogadishu, Somalia. Columbia is now passing or going northeast across the continent of Africa. Lights below, or the flashing lights below, or lightning and thunderstorms in the area. Guten Tag, ich bin Steve Nagel, und als Kommandant der D2-Mission heiße ich Sie willkommen an Bord unseres Raumschiff Columbia. Bei 28.000 Kilometer pro Stunde muss ich dafür sorgen, dass meine Kollegen hier im Labor gut arbeiten können. I would like to take this opportunity to welcome you on board Columbia and to thank you, the German people, for your support of this mission. We are now into the eighth day of the flight, and it is going extremely well. We think you'll be very pleased with the results. Again, thank you very much. We hope to see you very soon when we're back on the ground. Auf Wiedersehen. Switches out of all that and they had to call some. Well, hello. Hello. Wie geht's?
Gut geht's. Wie geht's euch? Sehr gut. First views of Columbia from long-range cameras at Vandenberg as Columbia descends through 130,000 feet. Columbia Houston, on energy at the 90. Roger. Columbia is now making a wide sweeping turn around a heading alignment circle to set up for final approach to runway 22. Columbia now setting up for final approach, range from the landing site 7 miles. Time to touchdown, 1:30. Range, 2 nautical miles.
Landing gear is down and locked. Main gear touchdown. And nose gear touchdown. Columbia rolling out on runway 22 at Edwards Air Force Base in California on the 160th orbit of the mission after traveling 4.1 million miles. Roger, Ville Comans, Hohausen, Colombia. Congratulations on a very successful international mission. There's a lot of folks all around the world that are very excited about the knowledge gained during your mission. Congratulations. Capcom set up for Edwards 159. We're waving off KSC, and they should remain in their current attitude and reference the one orbit wave off procedures in the entry checklist. Time of the deorbit burn for a Kennedy landing is just a little after 7 o'clock Central, 8 o'clock Eastern, actually about 8:02 Eastern time. Columbia, doors are closed and land. Columbia, we concur, and we saw all good times and closed and land. That's right, we saw dual monitor time on all. Astronaut Charlie Bolden flying the shuttle training aircraft, which is a modified Gulfstream, which mimics the orbiter's landing phase. He's been flying approaches to runway 22 out at Edwards all morning using this STA, as it's called, and also using the T-38, the small jet trainers that are used for proficiency training by the pilot astronauts. Burn report, if you would, please. Columbia, Houston, we have you back on Tedros West looking for a burn report. Normal burn, Houston. Okay, we copy normal burn, and you can delete the hydraulic fluid thermal condition today. It is not required. Copy that. Altimeter is 29998. And the winds are 220 at 12, peaked to 17. Roger, 299 or 8. Flight DNC PTS 6 is at. We'll stop, Houston. Roger, Ville Comans, Hohausen, Colombia. Congratulations on a very successful international mission. There's a lot of folks all around the world that are very excited about the knowledge gained during your mission. Congratulations. Going back. No post-landing deltas. Flight GC. GC. I'd like to release Teeters West. You have a go.